Wenn wir jetzt über Prigozhin sprechen, dann habe ich gehört, dass, und das ist ja das, was unsere offizielle Info war, dass er sich irgendwo in Afrika aufhält. Und das letzte Zitat von dem, was ich gehört habe, ist, dass er gesagt hat, dass er treu der russischen Föderation untergeben ist und dass er auf jedem Kontinent die russische Föderation verbreiten möchte. Das heißt, gerade ist er wohl in Afrika gewesen und all das, was jetzt kommt, ich bin da nicht sicher, was da passiert. Deswegen sage ich, ich bin auch gespannt, was die Russen sagen. Ich glaube nicht, dass man einfach so dann Grund hätte, den umzubringen, zumal er immer noch hilfreich war für die russische Föderation. Ich glaube dann aber, das ist eine Sache, die wir alle wissen sollten, wenn wir uns einmal Putins Biografie anschauen, weil das ist eine Sache, die wir nicht vergessen sollten, dass Prigozhin im Grunde genommen damals Putin verraten hat. Das heißt, zu sagen, dass da eine Konsequenz folgen wird, zu sagen, dass das unsinnig wäre, würde ich auch nicht machen. Ich bin gespannt, was die Russen da sagen, aber es ist nicht einfach zu sagen, was da passieren könnte. Weil im Grunde genommen wäre er hilfreich für das System, er hat sich ja untergeben. Aber ist die Frage, das ist auch ein Zitat, das ich von Putin sehr schätze, by the way. Da wurde gefragt, kannst du alles verzeihen? Und er sagt, nein. Und da wurde gefragt, was nicht? Und er sagt, Illoyalität. Und ich unterschreibe das zu 100%, weil ihr müsst eine Sache verstehen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und es gibt gewisse Dinge, die könnt ihr ändern. Mögt ihr Schokoeis oder Vanille? Keine Ahnung. So, Schoko oder Stracciatella. Das sind Dinge, die ändern sich. Dinge, die sich nicht ändern, ist, welchen Charakterzug habt ihr? Wie geht ihr mit Freundschaften? Wie wichtig, was ist auf eurer Wertetabelle, wie weit oben? Und jetzt da zu sagen, dass das, versteht ihr, wenn ihr illoyalen Leuten verzeiht, dann habt ihr am Ende einen Kreis aus Illoyalitäten. Jemand, der einmal gegen euch geputscht hat, der wird wieder putschen. So, die Frage ist immer, was ist der Auslöser? Schaut euch unbedingt die Links in der Beschreibung an und folgt mir auf Telegram.